reinspaziert, wir folgen wieder. Hier haben wir schon einen ersten Raum. Oh. Hereinspaziert, es ist sehr schön hier. Oh, hier haben wir zum Beispiel so ein paar Boombreakers. Boombreakers. Damit kann man richtige Tonhöhen produzieren. Was ganz Feines. Und ein paar Becken. Ah, und dann haben wir Schlagzeuger, müssen ja ständig die Fälle wechseln. Hin und wieder gehen sie mal kaputt, dann möchte man mal einen anderen Sound haben. Und hier gibt es eine riesige Auswahl an Fällen gibt es hier. Genau. Und wunderschöne Percussion-Instrumente. Hier sind zum Beispiel sind zwei Tablas, ganz klasse. Eine kleine Toka. Großen Spaß, kann ich euch sagen. Das macht großen Spaß. Jetzt gehen wir mal weiter. Och, was haben wir denn hier? Genau. Am Wetter können wir uns auch beteiligen. Am Wetter können wir uns beteiligen. Wir können zum Beispiel Regen machen. Wenig Regen. Viel Regen. Ganz viel Regen. Oh, zu viel Regen. Ich lege das mal zurück. Da haben wir noch ganz nass. Das wollen wir ja auch nicht. Ach, wunderbar, Martin Bales. Eine Djembe ist hier. Genau, Xylophon. Kann man alles kennenlernen. Oh, und jetzt sind hier so ein paar kleine Percussion-Instrumente. Ein paar Claves hier zum Beispiel. Oh, und hier haben wir einen Vibra-Slap. Der wird ganz oft in Zeichentrickfilmen zum Beispiel wird er verwendet. Herrlich. Diese ganzen kleinen Instrumente, zusammen mit einem großen Schlagzeug auch, das kann man übrigens auch für die ganz Kleinen im Schnupperkurs, ich würde so sagen, bis zu 7 Jahren kann man das auch alles ausprobieren und kennenlernen. Das ist eine ganz große Empfehlung. Da kann man mehrere Instrumente ausprobieren, auch ein bisschen für eine längere Zeit, dass man ein bisschen Ruhe hat. Finde ich eine großartige Sache. Und ich höre jetzt schon die ganze Zeit hier jemanden im Nachbarraum spielen. Den gehen wir jetzt mal besuchen. Ich muss mal gucken, wer das ist. Da übt jemand so schön. Das klingt so klasse. Mir folgen bitte. Ich geh mal einfach rein. Oh, der Micha ist das. Der Micha. Großartig.